Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, dann wollen wir mal. Intermezzo 1938. Himmel, Herrgott, Tommy, Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Ach, Kirche. das war doch Und nur eine das war kleine erst der Schießerei. Anfang. Sie Oh wissen, oh. dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo, tut mir leid fürs Warten, Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch bitte. Und mehr Kaffee. Auf jeden Fall Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Ach, bestimmt nicht. Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Okay. Wir mussten nur 7, 8 Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit Wer er war sich Ghilotti? Um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der oh, Penner schön wusste für vor ihn. Uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise, ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun. Außer trinken und Spaß haben. Und das wird eine Mal, schöne Mission. Ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Coletti, der Konziliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Wie ist das denn passiert? Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Ah, Geld will ausgegeben werden. Ja, würde ich auch sagen. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe gar keine Schusswaffe. Klar. Ein kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cerneco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen. Setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Was? Ist sie alt geworden? Nein. Trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Oh, das war dann ein schöner Tag für sie. Du bist wie sie, Tommy. Nein! Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? Ja, Mensch, mein Finanzberater hat sowas Ähnliches gesagt zu mir. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Pauli kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy. Ich hab gar nichts. Du kannst diese Stadt mal haben. Okay, her damit. Ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Ja, hätte ich auch gemacht. Du kannst mich hier rauslassen.
Also ich hoffe, er hat Grüße, die Nase vom mir, Don gebrochen, nicht vom süßen Hund. Ja, Grüße gehen raus, wenn ich dran denk. Mensch, das war aber ein mieses Finanzberatungsgespräch. Oder ein gutes, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Ein Ausflug aufs Land, 1933. Jetzt wieder ein Zeitsprung zurück. Frank. Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Tommy, Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Ja, danke, anscheinend. Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Nur nicht die Bolognese verwässern, so. Dann wollen wir hier mal rum. Was will denn Frank jetzt? Wenn jemanden erschieße, das kriege ich noch hin. Tür öffnen. Noch eine Tür zum Öffnen. Klar. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Schön für euch. Ich kenne Regen auch. Das Auto sieht ja auch wieder fancy aus. Erstmal eine rauchen. Ist gut für die Lunge. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Oh nein, klar. Habt ihr euch verrechnet? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Oh. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht er geht zu einer Farm. In die Stadt bringen. Aber wollt ihr ihn töten? Ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Ich habe auch eine Riesenkanone, falls es Ärger gibt. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Ich dachte, kanadisches Gold wäre Ahornsirup. Na gut, hol mal den Ahornsirup, ist eh besser als Alkohol. Wer will mir jetzt ein... Oben kriege ich doch bestimmt Waffen. Dann kriege ich ein Auto. So. Danke, Ralphie. Glaub nicht, dass du mich gerade hörst. Verschwinde, mieser Bastard. Bin doch kein mieser Bastard. Ah, da kam die Untertitellein wohl zu früh. Nehmen wir die Pistole. Tja. Ich glaube, ich bin zufrieden. Wurfmesser brauche ich nicht. Bringt was hier noch schön. Den Hammer würde ich nehmen. Dann Munition aufstocken. Und dann wollen wir mal. Frag mich, wann ich wieder so ein LMG bekomme. Oder ein Repetitiergewehr. Keine Ahnung. Ein Gewehr halt, das repetiert. Hi. Späte Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Ja, Morello, solange die Bezahlung stimmt. Drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Schulden machen. Nun, ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Ja. Wir sehen uns morgen. Okay. Gute Nacht, Ralphie. So. Wünsche, ich könnte die noch überlackieren. Ging das nicht irgendwo? Keine Ahnung. Ach, das Fahren ist so geil in dem Spiel. Also, nicht so gut wie in GTA, aber man hat richtig... Ich krieg L.A. Noir-Vibes, also... Das haben sie schon gut gemacht, dass man hier diese alten Autos und... Dass sie sich ein bisschen alt anfühlen. Schön quietschen, schöne Geräusche. Der im Radio sabbelt immer dazwischen. Zur Polizei will überholt werden. Ansonsten wären sie ja nicht so langsam. So, jetzt ordentlich bremsen. Vorsicht, hier komme ich. Aber was schubt der so blöd? Ich hab's doch angekündigt. Ja, Police Department. Kriege ich das Radio irgendwie aus? Audio, Lautstärke, Musik.
Soundeffekte, Dialoge, nee, das passt alles. Ich würde sagen, nein. Da haben wir vielleicht eine Steuerungsoption. Neubelegung der Tasten. Nahkampf, Fahren, Hupe, T, warum auch nicht. Zurückblicken, Shift, habe ich ja noch nie gemacht. Einsteigen, aussteigen, kriegt mal hin. Radiosender wechseln, Kamera, wir können die Kamera wechseln. Interagieren, Q, Fahrzeug umdrehen, also wenn es auf dem Kopf liegt. Geschwindigkeitsbegrenzer haben wir auch. Hochschalten manuell. Wir können Motorrad fahren. Aha. Und hier Radiosender wechseln war 3 und 4. Und Kamera wechseln haben wir. Ah, oh. Ein bisschen Musik ist nicht schlecht. Das ist meine Kamerasicht, was? Fährt man doch viel besser. Okay, wir haben nicht so viel verschiedene. Also zum Schnellfahren ist doch das richtig genial. Da merkt man direkt, wenn man ausweichen muss. Ups. Mir ist nichts passiert. Weiter geht's. Das hat das Auto nicht gemocht. Das quietscht ein bisschen. Ach. Ich stelle einfach das Radio lauter dann. Ah, hat sich einbekommen. Es hat sich irgendwo... Oh, Vorsicht, Lady. Nicht vors Auto laufen. Das gehört sich aber nicht. Och, ich würde sagen, für die Hinfahrt reicht's. Für die Rückfahrt vielleicht nicht mehr. Ja, da können wir uns ja ein beliebiges Auto klauen, denke ich mal. Wie weit ist denn der Wegpunkt weg? Hui. Ich sollte aufhören, mehr Scheiß mit dem Auto zu machen. Also im Regen und das bisschen Sliden macht echt Spaß. Ja, ja. Ab und zu wird man angehoben. Das wird man ja auch im echten Leben, wenn man so fährt. Oder auch, wenn man gar nichts gemacht hat. Ein bisschen zu lange an der Ampel wartet. Gut, das passiert mir eher selten. Ich bin da eher der hub. Aber ich warte eine angemessene Zeit nach meiner Definition. Und ist bei mir auch nie wütend gemeint, sondern nur so ein Hey, du darfst fahren. Manchmal, wenn man dringend aufs Klo muss, ist es vielleicht ein bisschen wütender. Mal schnell, ich muss kacken. Ja, ich bin eigentlich ein relativ entspannter Autofahrer. Nur nicht im Spiel. Weil die alle hier so einen Kack zusammenfahren. So. Ist die Farm noch weit entfernt? Vorsichtig. Was hat der sich da eingemischt? War doch ein perfekter Drift. Na also, sind halbwegs heil angekommen. So soll das sein. Los, Tom! Wieso darf der jetzt fahren? Darf ich schießen? Hey, Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Sehr gut, Pauli. Kennst du die Farm? Bist doch nicht aus Zucker. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Ich kenne nur übergeben. Scheiße und selbstgebrannten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Oh je. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen. Dann kann es ja nur schief gehen. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später. Nachschicht mit Luigis kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet. Und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Das ist der Plan. Sie wartet nur eine Couch. Ja. Teilweise bequem. Ihren Paps zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Dafür kocht er jetzt ganz gut. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann,
solltest sie heiraten. Immer halblang. Wir müssen uns doch erst kennenlernen. Eine gemeine Lasagne reicht da noch nicht? Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. War ja klar. Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Oh oh. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Schön, dass wir uns angekündigt haben. Ich hab ja eine Schrotflinte dabei. Besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Du bist doch die Schnapspraline hier. Falls Frank recht hatte. Was hat Frank gesagt? Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Ja, ich gehe vor. Ich schieß eh besser. So, hier mit euch. Erstmal die Pistole. Boah, der wackelt ganz schön. Boah, was war das für ein Blitz? Potzblitz kann man da nur sagen. Wie habe ich mich hinknien können? Hinknien. Boah. One quarter out of work. Ein Viertel arbeitet nicht. Oder hat keine Arbeit. So. Kann ich mich echt nicht ducken? Hab ich verlernt. War jetzt auf Geschäftsreise. Hab mehr als eine Woche nicht gespielt. Ja, keine Ahnung. Hört ja irgendwo da vorne. Was war das für ein Geräusch? Wieso? Sieht doch eigentlich normal aus. Und die Lampe flackert im Licht. Gefällt mir nicht. So, was haben wir hier? Munition? Ne, Zigarettenkarten. Carlo Falcone. Okay. Da hinten sind Scheinwerfer. Scheint mir zumindest so. Wo zur Hölle versteckst du dich? Und warum zur Hölle versteckst du dich? Habt ihr doch nichts getan. Habt ihr doch gar nichts getan. Boah. Gleich. Oh, der sitzt da tot drin. Na, so kann man nicht arbeiten. Hey, Kumpel. Hi. Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Harte Tour. Ich hab ihn festgenagelt. Ah, du hast einen Scheißdreck. Hab dich. Wo seid ihr denn alle? Boah, die hat eine LMG. Pistole, ich brauche was Genaues. Aha. Voll in die Phrase. Lass das. Ich habe eine gute Pistole. Oh, nicht beim Nachladen aufstehen. Das ist nie die schlauste Strategie. Na komm hier, du Arsch. Steh auf. Na gut. Mit Schrot bist du tot. Wenn man trifft. Ich hab getroffen. Wart kurz. Sehr gut. Ich hab das gut gemacht. So, ich könnte den Körper aufheben. Will ich aber gar nicht. Was haben wir hier? Farm. Brücke. Copsi-Farm. 9 Uhr. Okay. Wird bestimmt ein Wegpunkt dran stehen. Was haben wir hier? Der arme Kerl hat noch länger gelebt. Länger leben ist doch generell besser. Ja, vielleicht nicht so unter Schuss ein Eindruckslöchern. Okay, in der Vase ist er nicht. Das haben wir ja schon. So. Der nochmal. Ah, ich bin's, Tom. Hi. Oli, warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Und die anderen. Der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Die armen Kanadier.
und ihr armer Ahornsirup. Dann werden die Pfannkuchen heute trocken gegessen. Mein italienischer Akzent war schon mal besser. Oh oh. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Oh oh. Stehen auf Morellos Gehaltsliste. Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Cops töten ist generell nicht gut. Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Wollen wir die nicht alle in den Truck laden und irgendwie verbrennen? Border Patrol. Grenzkontrolle. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Ja, stand auch dran. Die sind schwer bewaffnet. Oh, ich bin schwerer. Und ich bin auch bewaffnet. Wer will gefistet werden? Also Pazifisten. Das geht natürlich. Ein Truck und viel Blut. Sehr viel Blut. Unheimlich viel Blut. Das ist kein gutes Zeichen. Alle in den Hinterkopf geschossen. Ja, und wer ist der Typ mit der Maske? Vielleicht ist das Sam. Hoffentlich nicht. Hallo? Arme Kerle. Molotovs. Es brennt so im Rachen, wenn man den Cocktail trinkt. So. Hallo? Hallöchen. Hat hier niemand die Schüsse gehört? Entschuldigung. Mist. Ein Glück ist ein Erste-Hilfe-Kasten hinter mir. Wie seid ihr da drauf gegangen? Molotow. Entschuldigung. Ach, ihr seid meine. Sagt es doch. Ja, da stöhnt ihr zurecht. So. Jetzt habe ich aber ein schönes LMG. Was haben wir hier? George. Ja, keine Ahnung. Die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Oh. Irgendwer muss arbeiten. So. Noch wer hier? Wieso kann ich mich auf einmal ducken? Naja, wer weiß das schon. Ein freundliches Gesicht. Hey, da oben in der Scheune ist was, Tom. Hi. Ganz ruhig. Oh oh. Aha. Geht's dir gut, Kollege? Wo seid ihr denn? Oh, da ist was zu lesen. Und da ist was zum Munitionieren. Lasst mich durch, ich bin munitionslos. Halbwegs Arzt. Hi, Sam. Er wird getroffen. Sam am Boden. Wer schießt? Vorwärts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ah, geh doch drauf. Du bist doch ein Draufgänger. Also Pistolen waren mal besser. Oder werden mal besser. Du musst nachladen, du Arsch. Ich habe eine gute Waffe. Eine ziemlich gute Waffe. Was seid ihr denn? Ihr seid fällig, wenn ich treffe. Ja! Muss nachladen. Noch 3 Schuss. Ich mach euch alle, ihr Mistkerle. Ach nee, ihr seid die Guten. Naja, manchmal muss man seine Freunde halt retten. Tut mir leid, ihr Cops, ich mach das sehr ungern. So. Na dann beeilt euch. Sam ist verwundet. Passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Ja, gut, dass er das gesagt hat.
Sonst wäre man relativ tot gewesen. Sam, wir sind's, nicht schießen. Sammy! Hey, Polly. Oh, vorsichtig. Oh, oh. Sammy, oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Oh, nee. Die haben ihn angeschossen. Hab was abbekommen. Deswegen sind Waffen scheiße. Guckt mal, der blutet ja. Nein, nein, ich denke nicht. Okay, 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 okay. Halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitz. Wenn die anderen halt nicht mit Waffen umgehen können. Okay. Hilft da ein bisschen Ahornsirup? Ach, das wird eine... Ist nur eine Fleischwunde. Nur eine Fleischwunde. Das wird wieder. Hey, hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Sam sieht echt nicht gut aus. Klar, bitte. Ich bräuchte Munition. Wo sind all die Kerle hergekommen? Komm zum Fass. Ja, was glaubst du, was ich hier mache? Ich bin kein Stümper. Aha. Jo, gern geschehen. Ich nehme mal das. Ruhig atmen. Aha. Wer hat hier wen im Visier? Na, also. Warst du schon? Ich bin verletzt. Ja, was willst du denn? Willst du einen Bussi? Scheiße! Wo ist der verdammte Truck? Was will ich das jetzt wissen? Guck mal, da ist ein First Aid Kit. Brauchst du auch ein paar Medikamente? Oh, die leuchten so schön. Vor allem bei dem Wetter. Oh je, oh je. Wo kommen die ganzen Cops her? Oh, das ist nicht mehr Border Patrol. Boah, ich treff mich. Nicht so viel einstecken, Kollegen. Nachladen. Tja, ich habe eine gute Waffe. Das ist ziemliches Pech für euch. Habe ich ihn jetzt genügend beschützt? Komm schon, komm schon. Oh Gott. Tony und Donnie auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Ja. Wie geht's Sam? War schon mal besser. Ich hol ihn. Bleib Wasser. Ja, geht uns echt der Arsch auf Grundeis gerade. So. Wachsam. Sehr, sehr wachsam. Vielleicht sollte ich mir Deckung suchen. Ich brauch den Arzt, Polly. Ja, ja, wir fahren. So. Mensch, bist du schwer. Okay, okay, okay. Wir bringen dich wieder zusammen, okay? Ja, ja, durchhalten. Oh, oh. Oh, gepanzert. Polly! Noch mehr Gesellschaft. Okay. Das ist ein cooles Fahrzeug. Ich glaube, ich muss es abschütteln. Sind da hinten irgendwo? Na gut, dann schieße ich mit dem verehrten Thompson. Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung. Lass sie bloß nicht an uns vorbei. Ja, ja, ich weiß, wie man schießt. Kann ich nicht die Reifen treffen? Die sind nicht gepanzert. Hey! Das ist ein Mörderding! Tod zur Hölle! Boah, ist das eine coole Szene gerade. Richtig gut gemacht. Kann ich nicht auf die Reifen? Ja! Ich knall so viel ich kann. Du hast sie! Weiter, Tommy! Nachladen! Schön, dass ich unendlich Munition gerade habe.
Ah, da ist hier noch ein Kollege. Was machst du auf dem Motorrad? Er ist tot! Schön auf die Reifen. Reifenleistung, würde ich sagen. Sie kriegen Verstärkung! Ja, wo kommt die Verstärkung jetzt her? Hatten die damals schon Telefone? Ja, ich glaube schon. In den 30ern, 40ern, ja. Dann berg runter am besten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Ja, ja. Zwei Streifenhörnchen. Ach, ist das eine coole Mission. Lass mich schießen. Komm schon. Wieso treffe ich den Fahrer nicht? Pauli, was fährst du für einen Scheiß zusammen? Ja. Lasst euch das eine Lehre sein, ihr Wichser. Ja! Kaum ein größeres Magazin. Und den anderen. Hey, wie kann der ohne Fahrer noch hier bleiben? Hallo? Ich hab den voll getroffen. Sind schon Wichser. Motorrad. Handlauf ist mal ungeschützt. Hä? Oh, Glück gehabt. Vorsicht, Pauli. Da kommt ein Abgrund. Ah, das ist abgrundtief schlecht. Ich muss nur zielen, oder? Ich würde mir als Copter ein bisschen mehr Deckung nachladen. Na, wer wird da vorlaufen? Ich glaube, hier ist mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Pauli, Rückwärtsgang. Ich glaube, der weiß einfach nicht, wie man Auto fährt. Na, wo seid ihr denn? Boah. Da bist du doch. Nachladen. Oh, oh. Na gut. Da geht zumindest weiter. Sam, durchhalten. Hey, wo sind denn ihm seine Blutflecken hin? Ah, das war ich wohl da hinten. Hey, wie kommt er denn dahinter? Und warum setzen die ihr... Ah, jetzt kommt's. Ja! Jetzt, Tommy! Sie lagen nach! Achso, ich muss das Geschütz treffen. Vorsicht, Vorsicht, wir gehen down! Ah, letzten Kontrollpunkt laden. Na gut, ich muss explizit auf das Geschütz. Das kriege ich noch hin. Na komm schon, fortsetzen. Linke Geschützlarm, wenn das Feuer kurz stoppt! Ja! Schieß jetzt! Ich auch. Ja. Na also. Die trauen sich aber was. Okay. Muss nachladen, Jungs. Ein Glück haben wir eine Tonne Munition mitgenommen. Pauli, was hast du denn für eine Idee? Mach ich doch. Mensch, meine Haare sind ganz verstrubbelt. Raketenwerfer. Das hilft natürlich. Noch einer. Wirf noch mal. Ja, ruhig. Ruhig fahren. Na also. Das wird ziemlich heiß für die. Pauli, auf die Straße schon. Das schöne gepanzerte Auto. Oh, lebt Sam überhaupt noch? Ich glaube, wir werden es gleich herausfinden. Ja, tut er.
Glaubt, er ist ziemlich unzufrieden aktuell mit seiner Karrierewahl. Du trinkst Sam raus, ich weck den Doc. Sam, Sam! Schön bei uns bleiben. Wir sind jetzt beim Arzt. Ich schulde dir schon 3. Alles gut. Schön bei uns bleiben. So früh darfst du noch nicht in die Hölle. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey. Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben Verletzten. Gut, bring ihn rein. Okay, danke. Danke, Doc. Wieso hat Pauli so viel Angst vor dem Doc gehabt? Ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Das stimmt allerdings. Ich schaff das. Ja, jetzt mach mal hin hier. Ja. Okay. Und danach muss ich mal zum Friseur. Hey, du hast dich gut geschlagen. Dankeschön. Wieso geht eigentlich alles schief, was wir machen? Liegt wohl wirklich am Job. Und wir haben nicht mal den Ahornsirup mitgenommen. Glaube ich zumindest. Hey, Truck war ja leer. War's das jetzt? Werde ich gut bezahlt? Nee, noch nicht. Fahre zu Sarahs Wohnung. Das kriege ich auch noch hin. Na, mein Auto hüpft aber mehr als es sollte. Aber es ist wieder heil. Das ist fantastisch. Okay. Fährt nur ein bisschen komisch. Aus der Bahn, Cops. Ich muss zu Sarah. Dass der Abend auch noch ein Happy End bekommt. Oder 2. Je nachdem, wie gut wir gefrühstückt haben. So. Dann einmal mit Karacho. Ach, ich mag die Perspektive. Hui. Fühle mich gerade ein bisschen wie in so einem nackte Kanone Intro. Also von der... Bei den Filmen war es ja auch immer so eine Sirene, die durchgefahren ist. Nee, gut, aber so sieht man schon zumindest seine Umgebung rechts und links ein bisschen besser. Und nicht nur, was vor der Schnauze hängt. Und bei dem Wetter lohnt sich das hier mal schön, schön die Neonschilder noch zu betrachten. Ach, das ist einfach herrlich. Ich mag die Atmo. Ich mag die Atmosphäre vom Spiel gerade richtig. Und es war eine richtig, richtig geniale Mission. Generell. Gutes Missionsdesign. Ja, es ist noch ein bisschen clunky, aber das Rennen hat irre Spaß gemacht. Das mit der Kirche war ziemlich brutal. Also das ist schon... Und hier jetzt die Mission, wo wieder alles schief geht mit der Verfolgungsjagd. Echt, ich bin zufrieden. Ich komme hier auf meine Kosten. Ja, vorsichtig. Bist du ein Cop? Gut. Weil ihr wisst genau, was ich jetzt mit Cops mache. Hey, kannst doch nicht einfach... Was machst du denn? Wo war meine Hupe-Tee? Weg hier. Ja, stell die mal nicht so an. Hupen darf nur einer. Und das bin ich. Zumindest habe ich große Hupen. Männerhupen. Haben ein bisschen zu viel Nutella-Brote gegessen und dann passiert das ganz schnell. So. Zumindest schneller gesehen in so astronomischen Zeiteinheiten. Das hat schon Jahre gebraucht. War auch ein bisschen die Depression schuld. Ja, nur ein bisschen. War auch viel. Boah, keine Ahnung. Ist wie es ist. So. Vorsichtig. Mensch, ihr könnt ja alle nicht Auto fahren. Boah, der hat die Kurve aber geschnitten. Das gibt eine Anzeige. Es quietscht gerade so wunderschön. Ich mag's.
Hallo, Sarah. Oh. Will nicht aussteigen, ich will da hin. Gibt's hier noch wen, den ich verprügeln soll? Ja komm, dafür mir jetzt Gesundheit abzuziehen. Nicht fair. So, Auto ist geparkt. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Liebe einfordern. Nach so einem Tag braucht man das. Und da ist ein ziemlich gruseliger Teddybär. Und die hat schlechte Laune. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Ja, sorry. Kann ich ja nichts dafür. Ja, ich bin halt nass. Arbeit. Ich arbeite zu viel. Ich habe schöne braune Augen. Einmal zum Trocknen aufhängen, oder? Ist das von meinen Feinden? Ich wurde an meinem Penis von einer Schlange gebissen. Heirate mich. Jemand muss das Gift aussaugen. Okay. Okay, die Frage ist natürlich auch gut, die er gestellt hat. Heirate mich. Okay. Na gut. Das sind aber wahrscheinlich passende Worte. Genau, Kapitel abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.